Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Episode mit Resident Evil 7, wo wir in der letzten Episode ein bisschen mal wieder vor Jack geflüchtet sind, den alten Motherfucker, und dann auch auf unseren ersten Moded getroffen sind. Die Gegnersorte, die man ja zumindest töten kann, haben dann hier einen kleinen Safe Room entdeckt, aber der ist uns jetzt egal, den habe ich schon ausgeräumt. Wir müssen hinunter in den Keller. Tja, was sein muss, muss halt sein. Und ich habe keine Freude damit. Aber na gut. Na gut. Hier wieder überall schwarzer Kram. Finde ich gut. Finde ich gut. Habe ich jetzt eigentlich auch eine Karte? Nein, habe ich nicht. Scheiße. Verschlossen. Auch scheiße. Ach Gott, ey. Ach Gott, ey. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Schön langsam. Ganz langsam. Ah! Toll, eine Kugel verballert. Nee. Wow, okay, der war jetzt mit 3 Schüssen tot. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier ist eine Tür. Da ist eine Tür. Die sieht aber wieder so aus, wie wenn sie verschlossen wäre. Oder? Ja. Da sind auch noch 2 Türen. Okay, checken wir zuerst mal die hier ab. Ah! Wieso ballere ich die erste Kugel eigentlich immer daneben? Dreh dich um! So, komm. Hey, wo bleibst du? Ah, jetzt auf einmal, hä? Ah! Ach, ich kann blocken. Na, das sagt ihm aber auch früh. Gut zu wissen, dass man fucking blocken kann, ey. Wieso hat mir das vorher niemand erzählt? Meine Güte, die hauen aber auch einen Damage raus. Jetzt bin ich schon wieder rot. Boah, ey. Das mit den Blocken hätte man mir aber echt mal vorher sagen können. Okay, Tür zu. Ah, toll, was haben wir hier jetzt? Eine Verbrennungskammer oder was ist denn das hier? Starke flüssige Chemikalie. Schießpulver. Okay, die Verbrennungsöfen hier, die checken wir am Schluss ab. Hier noch irgendwas? Nee, mal abgesehen von Handtüchern. Toll, die brauche ich jetzt aber nicht. Ah. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. 3A und ein Handabdruck. Okay, also haben wir hier jetzt irgendein Rätsel. Okay, ich sehe zumindest schon mal Handabdruck. Das ist mal klar. Travis. Travis geht nicht auf. Geht das hier auf? Das hier geht auf. Okay, ich will mir jetzt aber gerne nochmal hier die Chemikalien mal schnell angucken. Kann mit anderen Objekten kombiniert werden, um deren Eigenschaft zu verändern. Stärker als normale Flüssigkeit. Okay, ich könnte mir hier also so einen stärkeren Heiltrank herstellen. Oder stärkere Munition. Nee, Heiltrank. Ist mir wichtiger momentan. Denn ich habe nicht mehr so viel übrig. Okay, stimmt. Hier waren wir stehen geblieben. Ich mache einfach mal alles auf. Hier haben wir William. Das ist Sean. Na, mach auf, Sean. Und hier ist kein Name. Doch, Tamara. Okay, Moment mal, es war doch... 3A und ein Handabdruck. Muss ich die 3As jetzt irgendwie kombinieren? Wenn ich jetzt nur... Lara hat 2, William hat
1. Dann hätte ich da jetzt 3 A's. Mal hier zu. Na, ach. Nee, okay. Das ist wohl nicht. Na gut, dann andere Theorie. Dann nehmen wir Tamara, denn die hatte 3 A. Aha. Das war also mal korrekt. Dann gucken wir mal zu Travis. Ach, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ach, der hat einen dicken Arm. Ah, lass mich vorbei. Ah, fuck. Das tut nicht gut, das tut nicht gut. Jetzt fall doch mal um. Der fällt aber auch nicht um. Bin ich tot? Jetzt bin ich tot. Oh Gott, ey. Ich habe mir die Typen irgendwie leichter vorgestellt, aber oh, die sind ja auch... Oh, die machen so viel Damage. Meine Fresse, ey. Und Ethan, die alte Schlammsau, hält überhaupt nichts aus. Meine Fresse. Oh Gott, der haut mir hier mal seine Krallen in die Brust. Ja, meine Güte. Wie wenn das so ein Mega-Problem wäre. Ach, jetzt bin ich wieder hier oben. Oh Gott, ey. All das nochmal. Ach, na gut, dann wissen wir ja schon, da können wir nicht lang. Dann müsste ja jetzt gleich hier mal einer um die Ecke biegen. Ja, genau der Typ. Jetzt block doch nicht immer. Okay. Der lief mal ganz gut. Der lief mal ganz gut. Ach ja, stimmt, da drin stand ja auch noch einer. Oh. Hallo. Und tschüss. Easy. Sackgesicht. Bup, 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 bup. Okay, dann sind wir wieder hier. So, wir wissen ja schon, 3A und ein Handabdruck. Jetzt muss ich hier wieder hingehen und all den Mist hier aufsammeln, der mir noch übrig ist. So, hatten wir hier sonst noch irgendwas oder vergesse ich gerade irgendwas? Mal abgesehen davon, hier dann aufzumachen. Wir hatten die Notiz, wir hatten die Chemikalie, das Schießpulver. Sonst war hier aber nichts mehr, oder? Nee. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Jetzt habe ich noch 2 Heiltränke übrig. Aber was ich jetzt mache, bevor wir hier mal den dicken Mobs angehen. Jetzt gehe ich einfach nochmal nach oben, speichere. Und dann muss ich, falls ich jetzt nochmal gegen den sterben sollte, den ganzen Scheiß nicht nochmal machen. Klingt doch nach einem Plan. Stimmt's? Stimmt. Meine Gesundheit ist noch auf grün. Gut. Dann kann ich hier auch momentan mal das hier wegmachen. Das hier machen wir auch weg. Jetzt habe ich schon 2-mal Schießpulver da drin. Aber gut. So, speichern. Immer speichern, so oft es geht. Und zum Glück kann man hier unendlich auf speichern. Das ist doch ganz nett. Jetzt muss ich nur noch mal hoffen, dass diese Fuck-Molded-Gegner nicht respawnen. Wenn das der Fall sein sollte, dann kloppe ich das Spiel echt in die Ecke und fasse es nie wieder an. Denn das wäre ja mal totaler Bullshit. Um ehrlich zu sein. Okay, sieht gut aus. Sieht ganz gut aus. Gut. Dann rote Hand. Tamara. Was macht's? Fisch. Und dann kommt hier Dickwatz raus. Und ich bin weg.
Toll, erster Schuss daneben, zweiter Schuss daneben. Läuft alles richtig gut. Gerade. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Kommt der eigentlich hier die Treppen hoch? Wahrscheinlich, hä? Oh, kommt er nicht durch die Tür durch? Na, das ist doch ein Scheiß, hä? Doch, der kommt ja wohl durch die Tür durch. Ah! Alter, der haut mir aber auch ein Damage rein. Junge, 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 Safe Room. Ich muss mal bitte kurz nachladen. Wow, jetzt zerbröselt er einfach. Oh shit, der wird jetzt sicher unten respawnen. Gott, bitte lass den jetzt nicht respawnen. Wobei es dann auch eine unfaire Möglichkeit wäre, die Typen einfach zu killen. Aber wäre schön, wenn das funktionieren würde. Aber gut. Toll, jetzt respawnt er hier wieder neu. Dann muss ich ihn erst wieder töten. Was heißt, ich verschwende total viel Munition. Nee, ist er weg? Schlüssel für Zerlegungsraum. Gut. Okay. Nein. Nope. Ist er noch hinter mir? Ich möchte ihn schon gerne töten. Jetzt, um ehrlich zu sein. Aber jetzt möchte ich mich auch nur ungern von ihm überraschen lassen. Ich bin auf Gelb. Heißt also, wenn der mich jetzt irgendwie einmal trifft, dann bin ich wahrscheinlich tot, oder? Das ist alles scheiße hier. Ach Gott, ey. Das läuft alles nicht so geil. Braucht er echt mal irgendwie eine bessere Waffe, wenn ich zumindest die Schrotflinte hätte. Dann gehe ich da schön ran, an den Kopf und plöm. Und das war's. Wobei das Gute ist, wenn der jetzt, hoffe ich einfach mal, in den Raum da drin bleibt, dann muss ich da ja eigentlich gar nicht mehr reingehen. Also kann der mich mal getrost am Arsch lecken. Okay, hier lassen wir es einfach mal zu. Alles cool. Alles cool. Wieder so viel Scheißdreck. Kann ich hier durch? Hier kann ich anscheinend durch. Okay. Okay. Entriegelt. Ach, jetzt sind wir hier. Ein schöner Weg zum Safe Room wieder. Sehr nice. Nice, nice. Karte des Verarbeitungsbereichs. Auch nice. Der Verarbeitungsbereich ist fucking riesig. Das hätte ich mir jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Scheiße. Gut, Money. Money. Hier ist noch Kraut. Irgendwie höre ich hier die ganze Zeit Geräusche und ich weiß nicht, woher die kommen. Okay, ich werde mir hier jetzt mal eins von den Teilen hier basteln, damit ich ein bisschen mehr zum Heilen habe. Wo geht's hier jetzt nochmal hin? Okay, da könnte ich noch weiter nach unten gehen dann. Okay. Skorpionschlüssel, ja hallo. Noch eine Notiz, nee, ein Schatzfoto. Warte mal, den Kamin kenne ich doch, oder? Auch noch ein Dietrich. Hui. Warte mal, das war aber echt der Kamin in den Raum da oben, oder? Wieso ist das ein Schatzfoto? Noch mehr Kraut.
Schön, dass ich so viel Kraut finde, aber keine Chemikalien, um mir das irgendwie umzubasteln. Ja, danke schön, flüssige Chemikalie. Komm, kann ich hier wieder zumachen? Ja, anscheinend nicht. Okay, kombinieren, nochmal Heilung. Mein Gott, ich brauche so viel Heilung. Ich habe hier etwas Nettes versteckt, finde es, wenn du kannst. Na, jetzt bin ich aber doch ein bisschen neugierig. Arsch! Fuck, voll ack! Bleib doch mal stehen. Na, geht doch. Ah, kommt der da durch den Schacht geflogen, die alte Drecksnudde. Wie viele denn von euch noch? Alter. Ey, 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 ey. Oh Gott, ey, Junge. Reißt er mich zu Boden, ey. Toll, und jetzt bin ich wieder halb am Sterben hier. Mann, ey. Müssen die hier jetzt unbedingt alle neu spawnen? Ist doch scheiße, ey. Ist einer hinter mir? Nee, oder? Nee, okay, gut. Mann, Mann, Mann. Okay, mal wieder speichern. Sehr schön. Wieso kann ich nicht speichern? Ach, jetzt geht's. Okay. Oh. Mann, wie ich die Mistviecher hasse. Die 300 Köpfe besorgen stellt sich irgendwie schwieriger heraus, als ich dachte. Ich meine, die ersten beiden hat man irgendwie lockerflockig gefunden. Und dann auf einmal gar nichts mehr. So, die Schlüssel hier, die werde ich ja momentan noch brauchen. Ich habe noch den Dietrich. Ach man, ey. Ein bisschen ein größeres Inventar wäre auch nicht schlecht. Ich werde jetzt trotzdem mal zurückgucken. Weil könnte auch sein, dass hier noch ein neuer spawnt. Weil ich habe jetzt einen Skorpionschlüssel. Dann kann ich auch mal hier rausgucken. Ich hoffe einfach nur, dass Jack nicht da draußen steht und auf mich wartet. Hä? Jack? Jemand da? Nee? Cool. Okay. Okay. Ah, fuck. Stimmt, hier brauche ich ja Krähe. Ah, scheiße. So, das war ja aber doch dieser Kamin hier, oder? Hä? Steroide. What the fuck mache ich mit Steroiden? Ist hier noch mehr? Nee, oder? Was zur Hölle macht man mit Steroiden? Stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. Dann rein den Scheiß. Finde ich gut. Maximale Gesundheit erhöht. Nice. Na, endlich mal irgendwas Positives hier. So halbwegs positiv. Mann, 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 ey. Mann, 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 Mann. Mann, 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 ey. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Und ja, ihr kennt mich. Gleich wieder speichern. Denn mir geht das dann ehrlich gesagt immer am Arsch, wenn ich dann irgendwas mache und dann sterbe ich und dann muss ich alles nochmal machen, was ich vorher schon gemacht habe. Das nervt doch, wobei ich hätte vielleicht vorher hier mal ein bisschen aufräumen können, denn das Schatzfoto hier brauche ich jetzt nicht mehr wirklich. Den Dietrich, den Dietrich, den Dietrich, ja, den behalten wir momentan mal. Die Heilsachen ja sowieso und die beiden Schlüssel auch. Wo hatten wir eigentlich noch überall Skorpionschlüssel zu verwenden? Als Krähe. Im Obergeschoss war doch noch.
Stimmt, zum Zimmer der Großmutter. Dort drin ist die Flinte. Dann könnte ich jetzt ja hochlaufen, mir den Scheiß holen. Dann hätte ich eine fucking Schrotflinte. Ha! Klingt das nach einem Plan? Klingt nach einem Plan. Jetzt darf ich nur fucking Jack nicht über den Weg laufen, der, ich hoffe mal einfach, hier jetzt nicht mehr unterwegs ist. Natürlich ist er noch da. Es ist vorbei, Junge. Es ist vorbei, Junge. Blablabla. Ich hoffe einfach mal, dass ich irgendwie an ihm vorbeikomme. So, hier durch. Der steht jetzt wahrscheinlich direkt hinter mir, oder? Die alte Schlammsau. Du kannst dich nicht verstecken, Junge. Nein, falscher Schlüssel. Ja, ich kann mich vielleicht nicht verstecken, aber ich kann es sehr wohl versuchen. Mach doch die Tür zu. Defekte Flinte. Okay, dann kann ich zumindest damit den Platz von der anderen tauschen. Ich bin es leid, die ganzen Scheiße immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteck die Hundekopfreliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Okay, die stand im Wohnzimmer, Buch im Freizeitraum, Zerlegungsraum im Keller. Das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Was ist das hier noch? Toll, Zähne. Lecker. Pistolenmunition, ja, nice. Möchte jetzt nur mal gerne wissen, wo ist Jack jetzt schon wieder hin? Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahme abgeschlossen haben. Ich kann dich riechen. Okay. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt immer gedacht, dass wenn ich hier irgendwas lese, dass das Spiel dann pausiert. Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichteten, können mit den Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Check, Hals, Maul. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Jada. Das ist nix. Flintenmunition. Ich habe nicht genügend Platz. Die scheiß Flinte braucht zwei Plätze. Ah, leck mich doch am Sack. Ich will es aber auch nichts wegwerfen. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, jetzt habe ich auch noch keinen Platz mehr für Chemikalien. Jack, halt die Klappe. Ich habe zu viel Scheiße hier drin. Na gut, dann lassen wir die Sachen mal hier und ich werde sie irgendwann mal später holen. Was ich jetzt vorhabe, ich düse hier einfach durch, springe hinten wieder die Treppen runter und gehe in den Safe-Raum. So sieht mal der Plan aus. Ich hoffe halt einfach mal, dass der Plan funktioniert. Und wuppdiwupp. Und ein neuer Safe-Raum. Sehr schön. So, dann. Wobei, ich will hier eigentlich gar nichts wegpacken. Ich habe noch zwei Schuss von der Pistolenmunition. Ich hätte einfach die zwei Schuss verballern können. Dann hätte ich das aufnehmen können, aber na gut. Dafür ist es auch ein bisschen zu spät. Ich muss mir noch überlegen, was ich hier wegpacke und was nicht. Ich will ehrlich gesagt gar nichts wegpacken. Ich will einfach nur ein fucking größeres Inventar haben. Mann, ey. Geht mir am Sack. Aber gut. Also gut, dann werden wir, glaube ich mal, in der nächsten Episode uns die Flinte besorgen. Und dann geht's ab, meine Damen und Herren. Hoffe ich mal. Ich hoffe auch, ich habe dann Munition dafür. Denn wenn nicht, dann war die ganze Scheiße für den Arsch. Naja, so läuft manchmal das Leben. Aber ja, das alles in der nächsten Episode von Resident Evil 7. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.